Servus Leute und willkommen zu einem kleinen Tutorial. Heute geht es darum, wie wir Skystone, beziehungsweise ich glaube Himmelstein heißt es auf Deutsch, bei Sky Factory über den Mod Ex Nihilo bekommen. Und das geht relativ einfach. Ihr müsst ja bei Sky Factory 2 sowieso relativ viel versieben. Ja? Und da nehmt ihr ganz normal euren Dust, den ihr da bekommt, und versiebt den. Und da kommt jede Menge Zeug raus und ich hoffe, dass wir jetzt gleich mal am Anfang Glück haben. Und ich schmeiß mal hier mein Zeug weg, was jetzt nicht so sinnvoll ist. Was haben wir noch bekommen? Sonst nix. Und ihr versiebt weiter und irgendwann bekommt ihr Sky Dust. Ja, Vorführeffekt kommt natürlich gerade nicht raus. Ist natürlich klar. So, haben wir irgendwas noch bekommen? Nein. Das kann schon mal ein bisschen dauern. Da ist er. So, ein Sky Dust kommt da raus. Ja. Und wenn ihr diesen Sky Dust habt, nebenbei müsst ihr Lava erstellen. Lava erstellen macht ihr über einen Crucible. Der Crucible, relativ einfach zu craften, ist ein Ex Nihilo-Geschichte, nicht den von Towncraft. Und ihr gebt dort ganz normalen Cobblestone rein. Ja, macht einfach voll, beziehungsweise müsst ihr gar nicht, doch, ich glaube, ihr müsst Cobblestone, müsst nicht ganz voll machen. Ihr müsst so viel Cobblestone reingeben, dass dort unten steht Solid Cobblestone 1000. Ja, und jetzt seht ihr schon hier mit einer kleinen Torch wird das aufgeburnt und das Ganze wird geschmolzen quasi. Und wenn das fertig ist, bekommt ihr Lava raus. Das habe ich hier schon mal vorbereitet. Das sieht dann so aus. Da ist dann Fluid, Lava und Millibucket. Rechte Maustaste und ihr habt den Lava Bucket. So, was ihr dann macht, ist, ihr habt euren ganz normales Oak Barrel, gebt dort die Lava rein und klickt dann mit eurem Skystone Dust rechte Maustaste drauf, bam, und ihr bekommt einen Skystone Block. Ja, das, Leute, war es auch schon zu dem Tutorial. Ging relativ fix, aber ich glaube, das ist eine Sache, nach der man am Anfang Sky Factory immer sucht. Und ja, ich hoffe, das Tutorial hat euch geholfen. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag, eine ganz, ganz tolle Woche und bis zum nächsten Mal. Servus, Leute! Und jetzt zeige ich euch gleich das nächste und dum, 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 bam! Ich habe gedacht, diese ganze Laserproduktion ist viel zu pipifax, ja, und habe das Ganze mal ein bisschen geupgradet.